Hallo und herzlich willkommen, ich bin Slobaka. Hier geht's weiter mit Drakensang. Da hinten liegen Hugold und Gunelde steht neben ihm. Das sieht nicht gut aus. Deswegen sollen wir den Heiler suchen. Und der Heiler ist beim Peraine-Tempel. Ich glaube, in der Grafenstadt. Gehen wir doch da erstmal hin und schauen mal, ob der Bock hat. Oder ob er ihn schon kennt als großen, wie heißt das? Hypochonder sozusagen, der immer seine Sachen faked, der immer seine Krankheiten faked. Vielleicht hat er ja gar kein gebrochenes Bein, man weiß es nicht. Schauen wir mal. Ist das hier? Ja, sehr gut. Peraine geht weiter und wir sind dann auch gleich in der Nähe des Hafens, glaube ich. Da würde es auch zum Hafen gehen und da ist die goldene Lanze. Nee, der Schotterbier ist woanders, ne? Wir müssen ja noch dem Wirt sein gestohlenes Gut zurückbringen und ich glaube, der ist... ich weiß nicht mehr ganz genau. Ich glaube, der ist in Fuhlmannsheim. Aber ich weiß es nicht mehr. Oder er ist am Hafen. So, da ist der Peraine-Geweihte. Mit dem haben wir ja auch schon mal gesprochen. Noch vor kurzem. Benötigt ihr Hilfe? Ja. Also, nicht ich selbst, doch es hat einen Unfall nahe des Praios-Platzes gegeben. Ein Unfall? Was ist denn geschehen? Ein alter Mann ist schwer gestürzt. Jetzt liegt er auf der Straße und wird von seiner Frau umsorgt. Sie war es auch, die mich zu euch schickte. Dieser Mann, von dem ihr sprecht. Ist das etwa der alte Hugold, der an der Brücke wohnt? Ja, sein Name ist Hugold. Und seine Frau spielt wieder verrückt, nicht wahr? Hugold ist schon so oft dort hinuntergestürzt, aber den Zwölfen sei Dank, ernst verletzt hat er sich nie. Doch seine Frau, nun, sie ist einstweilen etwas schwierig. Ja, da habt ihr nicht unrecht, etwas sonderbar war sie schon. Ihre Sorgen sind nur allzu oft größer, als die Umstände zum Anlass geben. Wenn er nur hustet, sieht sie ihn schon zu Boron fahren. Okay, also nicht er ist der Hypochonder, sondern seine Frau ist die Hypochonder. Ich verstehe. Nun, ich habe mich noch um andere Dinge zu kümmern. Wenn ihr helfen wollt, dann besorgt doch etwas Gulmont-Tee und bringt ihn Hugolds Frau. Sagt ihr einfach, es wäre Wundermedizin. Wenn Hugold ihn in ihrem Beisein trinkt, wird sie zufrieden sein und sich beruhigen. Zumindest für dieses Mal. Was für ein glücklicher Zufall. Ich habe etwas Gulmont-Tee, so ungefähr 80 Einheiten, bei mir. Nun, dann schlage ich vor, ihr bringt ihn gleich hin. Perainis Segen mit euch. Rulana sollte, na gut, 80 war übertrieben, aber 31 Einheiten hat sie. Ja, ach Gott. Was soll man sagen? Wenn es einen Auftrag schnell zu erfüllen gibt, dann machen wir das doch mal. Das hätten wir auch schon vorher machen können. Ein bisschen Gulmont-Tee, ihn einmal selbst verarzten. Das ist ja eigentlich kein Problem. Aber... wenn ich schon mal hier bin... es ist ein bisschen die Frage, ob ich alles Mögliche nochmal... ich gehe jetzt erstmal zum Hafen und guck mal, ob die einen neuen Auftrag für mich haben. Und in die Taverne kommen wir ja nicht rein, ne? Hier ist auch nicht Schotterbier. Ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass er hier nicht war. Ist immer die Frage, wenn man jetzt so zurückkommt zu so einem Ort, ne, ob man jetzt mit allen nochmal spricht... das könnte ja eine Runde dauern, aber wer weiß, was es hier für Nebenqueste gibt. Weil eigentlich müssten wir uns ja direkt aufmachen Richtung Blut. Heißt das Ding da? Richtung. Zeig mir doch mal kurz die Weltkarte. Richtung Blutberge, genau. Das wäre ja eigentlich die drängendste Geschichte. So, hier muss ich. Da ist der Störrebrandhändler. Dumm. Da hinten hin, wenn der noch da ist. Ist hier irgendwas Neues? Ne, die beiden stehen da hinten immer noch. Die mit ihrem Unfall.
Krämer Rappelbusch ist auch noch da. Der Gedanke daran, wie viele Wälder für diese schwimmenden Häuser sterben mussten, erfüllt mich mit tiefer Trauer. Ja. Ja, ja. Und für die Häuser auch. Und für die Kisten. Und für deinen Bogen. Es ist hart mit der Welt und den Wäldern. So. Den Bootshändler. Hier stand doch auch noch einer. Stand doch hier noch um die Ecke. Der steht da immer noch. Nasreddin. Hat der irgendwas Neues zu sagen? Assalamu alaikum. Friede sei mit euch. Nee. Nichts Neues. Das hat er beim letzten Mal auch schon gesagt. Aber hier. Ich hoffe mal. Oder? Gut, dass Jawohl. Du da bist. Ich habe wieder eine kleine Aufgabe für dich. Aber diesmal ist sie etwas pikanter. Eine pikante Aufgabe, das ist genau richtig für mich. Da bin ich gespannt. Worum geht es genau? Es geht um eine Warenlieferung im Hafen. Das einzige Problem ist, es ist nicht unsere. Fang den Burschen mit dem Lieferschein ab und bringe ihn dazu, dir das Ding zu überlassen. Wie du das anstellst, ist mir gleich. Mit dem Schein holst du dann die Lieferung am Hafen ab und bringst sie hierher. Bist du dabei? Ja. Also, moralisch fragwürdig, aber ich will mich ja nur einschleichen hier. Wo finde ich denn den Burschen mit dem Lieferschein? Man hat den Kerl zuletzt in der Nähe des flinken Frettchens gesehen. Vielleicht ist er noch da und versucht, die Damen dort zu betören. Der kleine Schwachkopf glaubt wohl, ein großer Herzensbrecher zu sein. Flinkes Frettchen. Störebrandbrote. Achso, das ist direkt hier. Dann machen wir das doch. Auch schon wieder direkt. Und gehen mal zum flinken Frettchen. Die Frage ist, ob wir den jetzt wirklich... darf ich mal ganz kurz bei Gwendala gucken, ob wir der jetzt schon... Die hat noch 250. Weil das Ding ist, also ich meine, die Proben sind durch die Charisma-Werte natürlich deutlich erleichtert hier von Überreden und Menschenkenntnis und sowas. Aber ich glaube, dass dieser Talentwert durchaus zumindest in diesem Spieljahr sehr wichtig ist, weil er bestimmte Sachen freischaltet. Also wenn wir einen bestimmten Wert haben hier, dann gibt es eventuell neue Gesprächsoptionen. Wobei bei Gwendala wirklich auch, die hat wirklich auch einiges, was sie noch lernen könnte. Aber ich schaue mal ganz kurz, ob wir das zumindest mal alles auf 7. Na los. Dass wir in diesen Gesellschaftstalenten so ein paar Sachen haben, weil wer weiß, ob wir den Boten vielleicht, werden wir es gleich rausfinden, ob wir den überreden können. Steht da. Hier ist das flinke Frettchen, da können wir auch gleich reingucken, ob hier Störrebrand war. Stotterbier. Störrebrandbrote. Was wollt ihr? Ihr seht doch, dass ich gerade mit der jungen Dame spreche. Ja, vielleicht sollten wir mit der Dame sprechen eigentlich. Na gut, solltet ihr nicht längst auf dem Weg zum Dock sein? Woher wisst ihr denn davon? Wer seid ihr? Darum sorgt euch mal nicht. Kümmert euch lieber darum, was ich will. So, und das wäre... Nichts. Der Lieferschein für die Ware am Dock. Gebt ihn mir. Ich habe einen anderen Vorschlag. Ihr trollt euch schleunigst oder ich hole eine Stadtwache. Ich sage es jetzt noch ein letztes Mal. Her mit dem Lieferschein. Ha, ich habe keine Angst vor euch. Packt euch eure leeren Drohungen sonst wohin und verzieht euch endlich. So. Ja, das mit dem Überreden hat wohl nicht geklappt. Wir können einschüchtern vor Grimkanz. Jetzt hör mal gut zu. Du miese Bettwanze, entweder du rückst sofort den Lieferschein raus oder ich verpasse dir eine Abreibung, von der du dich vielleicht nie mehr erholen wirst. Oder feilschen. Ihr habt mich durchschaut, ein schlechter Scherz, verzeiht. Eigentlich wollte ich euch ein Geschäft vorschlagen. Ihr bekommt einen netten kleinen Obolus von mir und ihr gebt mir dafür den Lieferschein und erzählt, ihr hättet ihn unterwegs verloren. Dann hole ich ihn mir eben mit Gewalt, ist die dritte Option. Ja, jetzt so ein Rückzieher finde ich komisch. Vorgrim soll ihn mal einschüchtern. Misserfolg, verdammt. Mal sehen, ob eure Kampfkünste genauso groß sind wie euer freches Mundwerk. Verteidigt euch. Ach Mann, ich wollte dich unschuldigen hier, unschuldigen Boten doch nicht
umbringen. Aber wenn sich jemand verteidigen müssen wird, dann du. Das glaube ich auch. Tja. Können wir ihn irgendwie bewusstlos nur machen? Aber gut. Was soll's, ne? Hast du... Du hattest die Axt gar nicht in der Hand. Weißt du, was du mal machst? Wir üben mal Wurfbeil... Ist auch fies. Aber gut. Wir üben mal Wurfbeil werfen. Bei ihm. Und Ulana darf mal... Ja gut. Komm, hier greift er nochmal an. Und Gwendala kann ja mal zum Spaß, weil wir es... Ah, warte mal. Wir können den Modifikator jetzt hilfreiche Tatze auf 7. Brauchen wir natürlich überhaupt nicht jetzt. Komm, wir schießen einfach mit dem Bogen auf ihn. Also, das wäre sonst echt ein bisschen merkwürdig. Zack, aua, verdammt nochmal. Das ist echt nicht nett gewesen, ihn umzubringen. Ich wollte es gar nicht. Mit Knüppel und 3 Silbertalern. Das tut mir jetzt ein bisschen leid. So sollte das nicht sein. Machen wir das schnell. Es hat aber auch keinen gestört, ne? Die steht da hier, die laufen einfach dran vorbei. Das ist hier Standard. So, jetzt gucke ich einmal ganz schnell, ob hier der Schlotterbier drin ist. Aber ich glaube nicht. Aber nur zur Sicherheit, falls ich jetzt wieder einmal bis ans andere Ende laufe und wieder zurück. Wie heißt du? Schott... Nee. Nee, Schotterbusch? Was nicht. Oder? Blöd, das gestohlene Wissen. Nee, Quatsch. Voltandrick war's. Und der großzügige Schotterbier. Achso, der hat's schon. Schotterbier und Speckstein. Ach, das ist Schotterbusch hier. Ja, gut. Meister Hamringer, du warst das mit dem Kobold, ne? Ja, du redest nur übers Wetter. Hier ist sonst nix. Aline, hat die noch was zu sagen? Nee. Und die anderen beiden. Ach komm, ich rede mal einmal mit denen. Stellst einen Pill. Wer stört? Ja, das kenne ich. Ich störe. Mit Absicht. Merkt ihr nicht, dass ihr stört? Na gut. Dann nicht. Schalterbusch noch einmal fragen. Tag. Was soll's sein? Ach nichts. Tschüss. Ah, ihr seid also doch interessiert an dem Bürstenset mit der Gratis-Kiste Seifenpaste. Seifenpaste, meine ich. Ich muss, dringend weiter. Wobei, vielleicht. Obwohl, es klingt, nicht nach einem sehr guten Angebot. Gut. Dann wieder zurück zum Hafen mit dem Lieferschein. Ah, so Jungs, alles klar. Noch 3 Fuhren, dann haben wir es geschafft. Noch 3. Ich schaffe noch höchstens eine. Mein Rücken tut schon weh. Und mir meine Füße. Hört auf zu heulen. Seit 20 Jahren mache ich diese Maloche ohne zu murren und jammert gleich am ersten Tag. Was wollt ihr denn? Ach so. Hier soll eine Lieferung abzuholen sein. Gebt mal euren Lieferschein. Ah ja, der Beutel für die Verdocker Brauerei. Der steht dort drüben. Bringt ihn direkt zur Brauerei und passt mir ja gut auf ihn auf. Da sind wichtige Zutaten drin, die die Brauerei dringend braucht. Alles klar. Mach ich. Geheime Zutat. Geheime Zutat für die Brauerei, das wollen wahrscheinlich jetzt meine Leute, das Handelshaus hier sich einverleiben. Können wir uns das mal angucken? Ein Beutel mit besonderem Hopfen scheint die geheime Zutat zu sein. Offenbar gibt es ihn also doch, den sagenumwobenen Tauhopfen der Hügelzwerge, bei dem nur wenige Dolden einen besonderen Geschmack zaubern sollen. Das gibt also dem hellen Verdocker seinen unverkennbaren Geschmack.
Verstehe. Und was ist jetzt unsere Aufgabe? Sollen wir es jetzt dem Typen zurückbringen? Hopfen und Malz, Lieferschein haben wir am Hafen. Ladung zum Lagerhaus bringen. Also jetzt sollen wir ihm das geben. Dann können die ein Gegenbier gegen das helle Pferd... Ja, zur Brauerei geht's aber nicht lang. Ja, das stimmt. Ich weiß. Naja, wir hätten die Möglichkeit, es auch direkt zur Brauerei zu bringen, ne? Ah, die Zutaten. Großartig. Das ist ein weiterer Fausthieb in die Nieren des alten Emmeran. Diese Zutaten sind sehr wichtig für die Zubereitung von Helm Ferdocker. Nun, da die Ladung in unserer Hand ist, können wir den Preis bestimmen. Na gut, ich hoffe, das bringt mir auf lange Sicht was. Schön und gut, aber was ist mit meinem Lohn? Hier, nimm, verdient hast du's dir. Hast du's dir? Aber mal was anderes, wie bist du denn nun an den Lieferschein herangekommen? Ja, leider, es wäre eigentlich besser, wenn ich meine Methoden für mich behalte. Mit seiner demolierten Visage wird der Kerl sobald keine Dame mehr bezirzen. Sollen wir uns jetzt hier als harter Hund auszeichnen, dann kriegen wir vielleicht nochmal einen anderen Auftrag, der uns... Ja, komm, hier. Ha, ich dachte mir schon, dass sowas kommen würde. Junge, du gefällst mir. Schau bei Zeit mal wieder rein. Für dich gibt's hier bestimmt mal wieder was zu tun. Alles klar, aber bestimmt nicht jetzt, oder? Nee. Ja, der Junge tut mir ein bisschen leid jetzt, den wir da vermöbelt haben. Also vermöbelt ist ja eigentlich untertrieben, so wie er da lag. Wir schauen mal, ob er noch liegt. Hoffen wir mal, dass er... Achso, hier sind wir falsch. Hier wurde der Imam-Spieler verprügelt und umgebracht. So, er liegt da nicht mehr. Wahrscheinlich eher aus spieltechnischen Gründen liegt er da nicht mehr. Aber wir sagen jetzt mal, er hat es überlebt. Er ist wieder aufgestanden, er hat es überlebt. Da gehen wir mal ganz stark von aus. So, dann bringen wir... Moment. Fuhrmannsheim geht's dahin, bevor wir dem Mütterchen helfen, können wir auch erstmal zum Schotterbier oder Schlotterbusch oder Schlotterbier oder so ähnlich. Die haben alle so ähnliche Namen. Auf nach Fuhrmannsheim. So. Zur sanften Sau. Ich glaube, da war's. Gehen wir mal davon aus. Ja, und ansonsten bleibt die Frage bestimmt, was liegt denn hier so rum überall? So Einbären. Also wir könnten auf jeden Fall, alchemistisch gesehen, eine Runde ordentlich... Ich gucke das mal einmal in der Zwischenzeit. Heiltränke, glaube ich, machen. Weil Wirselkraut haben wir, Einbeeren haben wir auch einige. Man müsste eigentlich so eine Option haben, sich das anzugucken, was man als zu Hause hat, ne? Und Zwiedestillat müssen wir, glaube ich, ein bisschen kaufen, aber das sollten wir bei Auralia finden. Oder hier irgendwo. Hier ist gerade keiner da. Es ist keiner zu Hause. Ich lasse Arthas nochmal Truhe knacken, einfach nur, weil es so... Weil es so neu ist, ist misslungen. Ist nicht schlimm. Deine Hände zittern. Du bist noch neu in dem Geschäft. Du musst noch ein bisschen üben. Ich glaube, deine Talentwerte sind, die Eigenschaftswerte, die, also für die Probe, sind auch jetzt nicht die besten bei Arthosch eigentlich. Dafür. Beim Krämer gibt's. Hey, nur gucken! Wenn ihr ja, zeig mal. Pfeile, Bolzen, Verbände. 50 haben wir da noch. Pechfackeln haben wir auch. Wir haben das alles.
Also Bolzen eventuell noch, aber ich glaube, da haben wir auch genug. Da haben wir ja welche von verkauft sogar, weil wir so viele hatten. Wir müssen uns nur noch einmal ausrüsten zu Hause, bevor wir losgehen. Und wie gesagt, also Zaubertrank herstellen, das wäre noch geil. Aber so Lebenstränke, also Heiltränke, die sollten wir auf jeden Fall schaffen. Speckstein. Auch wenn meine Theke nicht so sauber ist wie ein Elfenpopo, gibt's hier wenigstens das beste Pferdocker. Ja, ich befürchte, bald gibt's hier nicht mehr das beste Pferdocker, weil wir haben gerade die Lieferung betrogen. Aber gut. Was darf sein? Wegen dieser Geschichte mit Talia konntet ihr schon was erreichen? Ja, aber hallo. Hier ist die wertvolle Schatulle, die ich euch wieder beschaffen sollte. Ah, sehr gut. Gibt sie her. Meine Schatulle. Endlich. Aber die Schatulle ist ja leer. Sapperlot nochmal. Ihr habt nichts von einem Inhalt erzählt. Die Schatulle war euer Begehr und meine Aufgabe ist damit erledigt. Ich erwarte die vereinbarte Bezahlung. Ihr seid ein Halsabschneider. Eigentlich solltet ihr gar nichts bekommen. Trotzdem soll niemand sagen können, ich stehe nicht zu meinem Wort hier. Eure Heller. Ich kriege Heller? Und diese Talia hat noch immer meine Goldkette zum Donner nochmal. Wenn ich diese hinterhältige Ziege je erwischen sollte, dann... Ach, ich weiß auch nicht, was dann ist. Aber es wird was passieren, das kann ich euch sagen. Die haben wir verkloppt, ne? Oder? Haben wir die verkloppt? Es ist geschlossen jetzt. Die Aufgabe ist erfüllt scheinbar. Insofern kann es jetzt nicht so schlimm sein. Wo ist denn das jetzt hin? Kneipenschlägerei. Haben wir auch beendet. Wo ist es denn? Boltantrick, da ist es. Ah, aber das hier ist jetzt tatsächlich nicht ausgegraut hier. Das heißt, ich müsste ihm eigentlich noch die Kette bringen. Jetzt ist aber echt die gute Frage, ob ich die jetzt, das habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, ob die irgendwo noch rumliegt, ob ich die verkloppt habe oder ob sie bei mir zu Hause im Schrank liegt. Naja, Aufgabe beendet ist erstmal gut, aber ich wollte ja keine Goldkette klauen, ohne es selbst mitzukriegen, so richtig. So, ich laufe jetzt hier nochmal so lang, weil wer weiß, vielleicht passiert ja irgendwo noch was, aber erstmal ist hier jetzt nicht so viel Neues passiert. Feuerfliegenei, das hängt hier rum. Wurde auch Zeit, dass sich endlich mal jemand um diese Nester kümmert. Nester? Wollt ihr damit etwa sagen, dass es mehr als nur dieses eine gibt? Aber ja doch, ich habe in ganz Fuhrmannsheim welche gesehen. Wenn diese Viecher hier herumschwirren, kann sich doch kaum jemand auf die Straße wagen. Ich sage euch was, ihr seid so spielend mit diesem Nest hier fertig geworden. Verzeihung. Kümmert euch doch bitte auch um die anderen. Ja, das ist ja kein Problem. Dachte ich mir doch, dass ihr jemand seid, der Taten sprechen lässt, anstatt sich mit Worten herauszureden. Ich zeige euch die Stellen, wo ich Nester gefunden habe, auf eurer Karte. Also dann, gute Jagd und schönen Tag noch. Na, ja, das, die habe ich vorher nicht gesehen, als ich hier vorbeigelaufen bin. Da war ich ja schon mal. Na gut, also das ist jetzt so eine, ja, das ist halt so eine Standardaufgabe, so eine Standardrollenspielaufgabe, ne? Zerstöre 12 Feuerfliegeneinester. Aber das lässt sich ja relativ fix erledigen. Das nehmen wir nochmal mit. Fische, frische Fische. Ja. Dazu nimmt Vorgrim aber wieder sein Dings hier in die Hand. Anbarge, bitte Plätzen, alle mal angreifen. Alles, was Schuppen hat, findet ihr hier. Ja. Ja. Tretet näher. Frische Fische, erst heute Morgen im großen Fluss gefangen. So, Artosch. Und Giftzähne kriegen wir auch nochmal dadurch. Das ist doch gut, ist gar nicht so schlecht. Das dauert nur immer.
So. Jetzt habe ich den Shortkey, wie heißt das? Wieder vergessen. Das Elend dieser Leute ist wirklich begonnen. Für alles aufsammeln. Wenn wo ist wir ihnen das? Doch nur helfen können. Wem jetzt? Hier oben oder wo ist es? Ne, da unten ist es. Ach, hier darf ich ja wieder nicht rüberhüpfen. Und da unten komme ich auch nicht durch, oder? Okay, einmal außen rum. Hier außen rum. Dumm. Na gut, außen rum. Wieso hat jetzt Gwendala gerade gesagt, wenn wir den Leuten nur helfen könnten, habe ich was... Ich hoffe, ich habe nicht irgendwas überlesen. Na los, Leute. Bist du Gift ab? Nicht jetzt. Nee. Wo ist die andere? Einbeeren sammeln können wir auch nochmal. Nochmal 5 und nochmal 5 für die Heiltränke. Und noch ein Giftzahn für die Anti-Heiltränke und noch ein Giftzahn. So, jetzt haben wir noch 2 von den Viechern. Moment, da unten ist 1. Kommt mal mit, Jungs. Ne, darum. Geht's nur noch darum? Ja. Mit dem Schwarzauge nochmal reden. Passiert hier noch was? Verzieh dich! Ja, okay. Holzfässer lasse ich mal jetzt sein. Wo ist das? Da ist es. Gwendala schießt sogar ordentlich mit dem Pfeil und Bogen mal. So. Nein, nicht die Murmeln angucken. Oh, Tosch, was machst du denn da? Giftzahn. Und das letzte. Also doch immer noch so kleine Aufgaben, aber gut, wenn es jetzt sowas ist, dann muss ich die auch nicht alle machen. Damit haben wir es aber abgeschlossen schon. War das früher auch so einfach mit den Giftfliegen, Feuerfliegen? Das macht ja jetzt wirklich gar keine Probleme mehr, ne? Ich erinnere mich an einen großen Schwarm beim Schwarzmagier, der uns dann doch vor einige Probleme stellte. Aber gut, das waren auch eher so 50 und nicht nur jeweils 3. So, das haben wir jetzt abgeschlossen. Müssen wir da irgendwie nochmal zurück? Nö. Das ist hier nicht in Reihenfolge. Zerstöre das Nest. Habe ich da was für gekriegt? Wahrscheinlich nur XP, ne? Steigerungspunkte, ja, schon wieder 300 hier. Alles klar. Dann geht's jetzt zum Mütterchen. Ja, momentan hier klare Aufgaben. Bin ich hier eigentlich richtig? Prajos Platz. Klare und schnell erledigbare Aufgaben, so kann man sagen. So. Zurück auf den Priosplatz. Hier liegt der Hugold noch rum. Und ja, wir haben bei Hugold und seiner Frau, wie heißt denn die Frau jetzt nochmal? Egal. Bei Hugold und seiner Frau angefangen. Wir hören bei Hugold und seiner Frau auf, genau am gleichen Punkt sozusagen. Und beim nächsten Mal geht's weiter. Denn das sieht immer noch nicht gut aus. Aber es ist halb so schlimm. Es geht schon weiter beim nächsten Mal. Bis dahin. Macht's gut. Mach keine Witze.